Guten Morgen, Seenstadt. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist Tag 4, der 25. November und es ist noch immer der Lockdown. Die heutigen Übungen hat unser Obmann Thomas Frey zusammengestellt. Thomas ist sozusagen der Chef vom Turnverein und achtet darauf, dass alle Rädchen gut zusammenspielen. Guten Morgen. Ich begrüße euch herzlich zur Wohnfit-Viertelstunde. Es ist ein kleines Geschenk eures Turnvereins, mit dem ihr gesund und aktiv durch die nächsten Wochen kommen werdet. Und nach dem Lockdown sehen wir uns dann in den richtigen Turnstunden in den Turnhallen der Seestadt. Macht mit und bleibt fit. Die heutigen Übungen starten mit Steh wie eine 4. Dehnung und Gleichgewicht. Es folgt Match. Knie trifft Ellenbogen. Gleichgewicht und Kräftigung. Zeichne eine Blume, die Übung für das Gleichgewicht und den Bauch. Schlag die Gänse, auf jeden Fall die Kräftigung. Gegenläufige Armmühle, Koordination ist hier gefragt. Wie genau die Übungen aussehen, siehst du auf unserem Videochannel. Willkommen bei Mach mit, Werd fit Nummer 39, Steh wie eine 4. Aufrechter, stabiler, hüftbreiter Stand, ein Knie beugen und den Fuß auf das Knie des anderen Beins legen, etwas oberhalb vom Knie, bis das eine Knie zur Seite zieht, so weit du kannst nach außen. In eine leichte Kniebeuge gehen und diese Balance und Dehnung halten, so lange du kannst und magst und einige Male wiederholen. Je tiefer du in die Kniebeuge gehst, umso schöner dehnst. Halte dich dazu am besten an einem Geländer an und intensiviere die Dehnung. Ich wünsche dir ganz viel Dehnungsvergnügen dabei. Willkommen bei Mach mit, Werd fit Nummer 15. Match, Knie trifft Ellbogen. Einen Ellbogen vorm Körper anwinkeln, das diagonal gegenüberliegende Knie zum Ellbogen führen. Hast du Glück und die beiden treffen einander, ist es gut. Ansonsten bleiben die ein bisschen auf Distanz. Auf der anderen Seite genauso. Und wenn du flotter wirst, dann hast du auch einen guten Ausdauertrainingseffekt. Und du siehst schon, es ist gar nicht so einfach, mit dem Knie zum Ellbogen hoch zu kommen. Aber du kannst das. Viel Vergnügen. Willkommen bei Mach mit, Werd fit Nummer 20. Blumen zeichnen. Zeichne dir das Blümchen, das du heute gerne bekommen würdest. Stell dich aufrecht und gerade hin, auf einem Bein stehen, das andere Bein anheben und mit dem Bein, das in der Luft ist, tatsächlich den Stiel und das Blütenblatt zeichnen, was immer du dir vorstellst. Der Bauch hält, der Rumpf bleibt gerade. Wenn das gerade nicht so einfach geht oder du ein Geländer zur Verfügung hast, dann nutze das natürlich und zeichne das Blümchen deiner Wahl, während du dich unterstützt. Viel Spaß beim Blümchen suchen! Willkommen bei Mach mit, Werd fit Nummer 25. Schlag die Gelse. Leicht gegrätscht, hinstellen, stabiler, aufrechter Stand. Und dann teste deine Beweglichkeit, indem du mit den Händen in den Kniekehlen imaginäre Gelsen erschlägst. Ob du die natürlich auch tiefer erwischst, das weiß ich nicht. Aber wenn du deine Beweglichkeit testen willst, dann schau, ob du mit der rechten Hand die linke Kniekehle erwischst und mit der linken Hand die rechte Kniekehle erwischst. Es macht zumindest Spaß. Ob du die Gelsen dabei erwischst, das sollst du selber testen. Willkommen bei Mach mit, Werd fit Nummer 49, die gegenläufige Armmühle. Hüftbreiter, aufrechter, stabiler Stand. Beide Arme gerade nach oben strecken. Den einen Arm nach vorne unten fallen lassen, den anderen Arm nach hinten unten. Und mit etwas Glück und Übung treffen sich beide Hände zum selben Zeitpunkt über dem Kopf. Natürlich dann auch die Richtung wechseln. Und wenn du die Koordination einmal geschafft hast und geübt bist, dann fordere dich und erhöhe das Tempo in beide Richtungen. Und wenn du genug Längen geschwommen bist, dann darfst du dich am Beckenrand ausrasten. Das waren unsere 5 Übungen für heute. Mach sie, solange du Lust hast,
aber auch wirklich so, dass du dich ein wenig anstrengst. Weitere 45 Übungen findest du auf www.turnvereinseestadt.at oder unter dem Stichwort Stiegenfit auf YouTube. Nimm dir wirklich täglich 15 Minuten Zeit, dein Körper wird es dir danken. Bleib aktiv und fröhlich. Wir sehen uns im Turnverein.